Hallo, hier ist der Sascha und in diesem Video werde ich dir ein bisschen darüber erzählen, warum emotionales Essen bei vielen Leuten wirklich genau das Problem ist, warum das Abnehmen nicht klappt. Und wir gucken ein bisschen dahinter, warum du vielleicht ein emotionaler Esser bist und was du auch dagegen tun kannst. Weil Emotionen gehören zu unserem Leben dazu und es gibt gute und schlechte. Und viele, gerade emotionale Esser, sind diejenigen, die sagen, ich habe eine gewisse Situation und möchte aus dieser Emotion raus, weil die ist unangenehm. Und was mache ich dann? Dann gehe ich ins Essen, weil ich aus dieser Emotion rauskommen möchte. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, das wird sich nie auflösen, wenn du sagst, ich sollte das einfach nicht machen, weil du dann um alles in der Welt eine Emotion versuchst zu vermeiden. Und sind wir mal ehrlich, es ist unmöglich, Emotionen zu vermeiden. Wir sind emotionale Wesen. Deswegen geht es vielmehr darum, besser mit deinen Emotionen umzugehen. Und dazu möchte ich dir einfach mal ein paar Dinge mit an die Hand geben, die dabei ja, enorm hilfreich sind und vor allen Dingen total wichtig ist. Und zwar folgendes. Der erste Punkt ist, schau mal, was ist der auslösende Trigger? Das heißt, welche Emotion kommt denn immer hoch, die dann dazu führt, dass du essen gehst oder dass du essen willst? Das ist mal ein ganz wichtiger Prozess. Der zweite Punkt ist, das Ganze zu entkoppeln. Das heißt, welche Emotion kommt und was mache ich dann? Das heißt, ich möchte aus dieser Emotion rauskommen. Und da geht es eben darum, dass du zwei Dinge machst. Die erste Sache ist, du gehst als erstes hin und hältst und lernst, diese Emotion einfach mal auszuhalten. So nach dem Motto, nicht, ich bin jetzt wütend oder ich bin sauer oder ich bin überlastet, sondern ich spüre, dass dort das Gefühl der Überlastung da ist. Das ist total wichtig, dass du es dissoziierst. Das heißt, dass du rausgehst und nicht sagst, ich bin wütend, sondern ich spüre, dass Wut da ist. Und es ist völlig okay, Wut dazulassen. Und dann geht es darum, dass du mal für dich die Frage stellst, also erstens, welche Emotion ist da? Die zweite Frage ist, wo spüre ich diese Emotion? Und das heißt, irgendwo in deinem Körper manifestiert sich eine Emotion immer ganz besonders deutlich. Das heißt, du gehst da mal ganz bewusst in diese Region, wo diese Wut ist. Und das nächste ist, du stellst